Was macht eine funktionierende Gesellschaft aus? Wir sind der Meinung, sie basiert vor allem auf sozialem Zusammenhalt und Chancengleichheit. Und genau hier setzt die Technische Universität München an. Mit dem Deutschlandstipendium unterstützt sie Studierende der TUM, die sich mit einem Stipendium voll und ganz auf ihr Studium und soziale Projekte konzentrieren können. Bereits bei der Vergabe der Stipendien würdigt die TUM nicht nur akademische Erfolge, sondern auch gesellschaftliches Engagement. Das wollen wir ja, weil wir wollen Studierende, die breiter denken, über das einzelne Fach hinaus, sich für die Gesellschaft engagieren, auch sich sozial engagieren oder für die Umwelt. Damit gibt uns dieses Stipendium völlig neue Möglichkeiten. Bei der jährlichen Festveranstaltung des Deutschlandstipendiums an der TUM haben Geförderte die Möglichkeit, ihre Fördernden persönlich kennenzulernen und sich als Teil einer jährlich wachsenden Gemeinschaft zu verstehen. Diese Veranstaltung bei Ihnen, finde ich, ist was ganz, ganz Besonderes, weil Sie für mich so ein Vorreiter sind beim Deutschlandstipendium, was die geförderten jungen Menschen an die Gesellschaft zurückgeben. Aus dem Engagement der Deutschlandstipendiat*innen sind in den vergangenen Jahren verschiedene Projektgruppen hervorgegangen, in denen sich Studierende sozial engagieren können. So auch die Initiative Talente spenden, die inzwischen ein großes Netzwerk mit einer Vielzahl an Projekten ist. Eines dieser Projekte ist das von Tom Hicks geleitete Mentoring at Salesianum. Auf der einen Seite das Salesianum, das ist ein Wohnheim, ein Jugendwohnheim hier am Rosenheimer Platz in München, in dem junge unbegleitete Flüchtlinge unterkommen. Mein Name ist Linus Chibuesemelu, ich komme aus Nigeria, aus Lagos. Ich war vor dem Krieg ein Pharmaziestudent in der Ukraine. Ich würde gerne eine Ausbildung als BTA machen und da vielleicht in einer Apotheke arbeiten. Und auf der anderen Seite eben die Mentoring-Seite. Das sind wir bzw. ich, die Studenten und die Studenten, die ich akquiriere für das Projekt, die sozusagen als Mentor den jungen unbegleiteten Flüchtlingen zur Seite stehen in schulischen Fragestellungen oder vielleicht auch ja, einfach als Ansprechpartner oder vielleicht auch als Freund, um sie ein bisschen aus ihrem Umfeld im Wohnheim rauszuholen. Es ist so, dass ich auch etwas zurückgeben möchte. Und wieso ich genau dieses Projekt gewählt habe, hat auch mit meinen persönlichen Gründen zu tun. Ich komme selbst aus der Ukraine und ich darf mich sehr glücklich schätzen, in Deutschland die Ausbildung und das Studium genießen zu dürfen und alle Vorteile, die es mit sich bringt. Mein Name ist Jochen Lau und ich arbeite hier als pädagogischer Gesamtleiter des Salesianums. Für uns ist es wichtig, dass wir mit der Betreuung, die wir hier leisten, zwar keinen Vater und keine Mutter ersetzen können, wir aber doch sehr emotionale und auch sehr empathische Ansprechpartner sein wollen. Meiner Meinung nach habe ich hier die Möglichkeit, einem Menschen, der vor kurzem nach Deutschland gekommen ist, aktiv zu helfen und wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, sie auch gemeinsam zu lösen. Wir treffen ungefähr 3-mal pro Monat. So. Es verbessert mein Leben in Deutschland. So. Ja. Aus meiner Sicht ist Talentespenden genau der für uns sehr gewinnbringende Bereich in den Themen, die wir nur schwer abdecken können. Das heißt also, wir sind natürlich gut in Organisationen von Schule und Ausbildung oder auch Studium und wir können auch Freizeitangebote anbieten, die können wir auch gut begleiten, aber eine sehr individuelle Förderung, sehr explizit auf einzelne Bewohner ausgerichtet, insbesondere dann, wenn die schon sehr motiviert sind, da greift das Projekt Talente spenden so ein, dass wir sagen, da wird das Quäntchen, was noch für einen guten Erfolg notwendig ist, wird da bestens abgedeckt. Und das finden wir immer wieder sehr gelingend. Ein weiterer Projektpartner von Talente spenden ist die Münchner Bücherkiste, welche ein Teil der Stiftung Pfennigparade ist. Hier im Standort arbeiten 22 Menschen mit einer Körperbehinderung, sehr nah am ersten Arbeitsmarkt, aber in einem geschützten Umfeld. Hier ist einfach eine Begegnungsstätte, Sozialraum zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Mit einer Bücherspendenaktion erhofft Mohamed El Refai, die Münchner Bücherkiste auch in Studierendenkreisen bekannter zu machen
und so die Wichtigkeit von Inklusion in unserem täglichen Miteinander zu unterstreichen. Als ich Kind war, hatte ich einen Unfall. Das hat 6 Monate gedauert. Aber das Problem für die Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die haben das dauerhaft. Diese Verletzung hat meine Augen einfach geöffnet. Ich bin sehr dankbar für Deutschland-Stipendium und fühlt sich gut an, wenn man sieht, dass die Helfer direkt bei den Menschen ankommt. Ich bin die Sassi Danke, bin 36 Jahre alt, habe einen Gehirntumor gehabt, hatte 2 schwere Operationen. Die Bücherkiste gefällt mir sehr gut, weil ich eben einen sehr abwechslungsreichen Tagesablauf habe. Es ist gut durchstrukturiert. Also ich habe nie das Gefühl, ich muss jetzt auf die Uhr schauen. Eher so wie früher eben. Und ich will ja wieder in das alte Leben zurück. Ich heiße Verona De Marco und ich bin 21 Jahre. Ich arbeite schon fast seit 2 Jahren in der Bücherkiste. Dass ich nicht nur zu Hause bleibe und ein bisschen selbstständiger bin. Das ist echt schön, im Team zu arbeiten. Es ist ganz toll, dass es solche Einrichtungen eben gibt, um den Menschen die Chance zu geben, die jetzt nicht so die Möglichkeit haben, trotzdem arbeiten gehen zu können und dem Leben einen Sinn zu geben. Die individuelle Förderung von jungen Menschen ist auch im Sinne von Unternehmen. Stellen gut ausgebildete Talente doch die Wirtschaft von morgen sicher. Ich würde ehrlich gesagt aus meiner eigenen Erfahrung heute vom Festakt berichten, weil ich so viel gelernt habe in der kurzen Zeit. Und es ist wirklich Win-Win. Mit relativ kleinem Aufwand kann man da viel erreichen. Selten, wenn man Geld spendet, und das macht ja jeder von uns in irgendeiner Form, direkt mit der Person in Kontakt gerät und auch weiß, dass jeder Cent genau dort ankommt. Es macht froh, kurz und gut, ja. Was auch immer sehr, sehr schön ist zu sehen, ist, dass die Studierenden so einen richtigen Motivationsschub bekommen, wenn sie ausgewählt wurden. Da sind sie gleich noch viel engagierter in ihrem sozialen Engagement oder was immer sie machen, noch neben dem Studium. Und das sage ich immer Hut ab. Zurückgeben hat ja nichts mit Alter zu tun, das hat was mit Einstellung zu tun und natürlich je nach Möglichkeit, wo man im Leben gerade steht. Aber wenn da die Möglichkeit da ist, würde ich sagen, das lohnt sich immer und dementsprechend nicht lange warten. Denn gesellschaftlicher Zusammenhalt hängt von uns allen ab. Was mir mein Engagement bringt, also ich halte es ganz kurz und knapp, es macht einfach Spaß.